Ich zeige euch mal, wo wir wohnen für die Zeit, wo wir hier in Zakopane sind. Also das ist das Haus zu Brinka. Ist ja auch ein Parkplatz, also Parkplätze sind hier auch reichlich vorhanden. Hier ist auch ein kleiner Garten, eine Hütte, eine Schaukel für die Kinder. Eventuell, wenn man Kinder hat, auch sehr schön für die, ein Trampolin. Die Vermieterin hat uns auch angeboten, das zu nutzen. Wenn wir jetzt Kinder hätten, wäre das jetzt kein Problem. Geht man hier hoch. So. Man hat hier nicht, wie man das sonst kennt, einen Schlüssel. Man hat hier einen Chip, den hält man hier dran. Und dann öffnet sich hier die Tür. Vor allem hier drinnen, das ist auch alles so in so einem Holzstil, dieses typische Guralski-Stil. Also so nennt man hier die Bewohner hier oder die Einheimischen, die hier leben, die nennt man Gurale. Und es ist auch hier ein bisschen in diesem Stil alles gebaut. Sehr schöne Marmor. Nicht Marmor, Betonplatten. Finde ich, hat schon einen schönen Stil. Vielleicht sieht man das jetzt nicht so. Hier unten drunter leuchtet es. Auch sehr schön. Hier hat man dann die verschiedenen Zimmer. Wir haben jetzt Zimmer 34. Hier geht man dann schon mit einem Schlüssel selbstverständlich rein. Hoppa, ja. Was hier auch üblich ist, wenn man möchte, dass der Strom funktioniert, muss man den Schlüssel reinstecken, umdrehen und erst dann geht auch das Licht hier an. Ja. Also das ist hier so, ohne den Schlüssel funktioniert nur Spülmaschine und Kühlschrank. Ja, und dann kommt man hier rein, hat hier schon einen Spiegel. Hier ist dann das Bett, wo man schläft. Ein Schrank, wo man seine Sachen verstauen kann. Noch ein kleines Nachttischchen. Ja. Dann hat man hier eine Küche. Vor allem, was ich lustig finde, hier haben wir eine Küche mit einer Küchenzeile. Und hier oben drüber ist der Fernseher. ist nicht ganz typisch. Aber naja, hier ist das so. Mich persönlich stört es jetzt nicht, also uns hat es jetzt nicht wirklich gestört. Die Küche ist auch ausgestattet, wie man hier sieht, mit einem Wasserkocher, wo wir auch Strom haben. Ein Ceranfeld, hier haben wir auch eine Spülmaschine. Hier haben wir eine Stelle für den Mülleimer, das zeige ich jetzt nicht, weil er einfach nur ein Mülleimer ist. Hier haben wir auch noch einen Kühlschrank, auch sehr schön. Ach, übrigens Pilze, ich habe heute noch im Wald Pilze gesammelt, ein paar gibt es morgen zum Frühstück. Dann haben wir hier auch noch einen kleinen Balkon. So sieht das hier aus. So. Wenn man das jetzt hier so filmt. Und hier haben wir das dann. Das ist hier ein Dach, ein Fußballfeld. Ist ein kleinerer Balkon, einfach nur mit zwei Stühlen, so wie man es hier sehen kann. Hier. Ein kleines Tischchen hätte jetzt gut getan, sage ich mal. Also wäre jetzt nicht verkehrt, wenn da jetzt auch noch ein kleines Tischchen bei wäre. Und dann zeige ich jetzt mal das Badezimmer. Ist jetzt auch nichts Spektakuläres. Aber wie man das hier überall öfter sieht, so wie das hier ist, das ist hier so typisch halt dieses Guralski halt. Ne? Und das hat man hier, genauso wie hier an diesem Spiegel. Das ist hier einfach so ein bestimmter Stil. Ne? Hier haben wir ein Waschbecken, ein WC. Hier haben wir eine Dusche. Also ich finde, die Wohnung ist schon sehr modern ausgestattet, sehr schön. Ist klein, aber ich denke für ein, zwei Personen definitiv ausreichend. Sehr schön. Also mir persönlich gefällt es hier.